vor ungefähr 2 Jahren hatten wir die Idee, dass wir die Vereine, Aachener Karnevalsverein und die Alemannia Aachen irgendwo wieder deutlich näher zusammenbringen sollten. Und auch in Aachen gibt es viele große, gute Vereine und die müssen einfach irgendwo zusammenhalten und zusammen kooperieren. Und somit sind wir auf die Idee gekommen, ein Karnevalstrikot zu produzieren oder zu entwerfen. Und dieses Trikot sollte nicht so ein typisches Trikot sein mit Konfetti, tralala, sondern wirklich ein schönes, schickes, dynamisches Trikot. Und ich glaube, das ist uns jetzt auch tatsächlich gelungen. Und wichtig ist auch, dass der Reinerlös dieses Verkaufs ja komplett an die Alemannia geht. Und das ist dem Aachener Karnevalsverein in Kooperation mit der Alemannia natürlich eine Herzensangelegenheit. Als die Idee auf mich zugetragen wurde, hier gibt es das erste digitale Trikot im bezahlten Fußball und nichts anderes ist es, habe ich einfach gesagt, das müssen wir mit unterstützen und da müssen wir zeigen, dass Aachen echte Digitalkompetenz hat. Wir haben grundsätzlich bei der Gestaltung darauf Wert gelegt, die kollaborierenden Vereine, in dem Falle Alemannia Aachen und den Aachener Karnevalsverein, in einem sportlich dynamischen Trikot zu verbinden, nicht zu sehr die Konfetti-Rakete zu zünden, sondern wirklich stilecht zu sein und aachenbezogen. Und dazu haben wir ganz konkret die Farben Schwarz und Gelb mit aufgegriffen, haben die 11 Streifen mit einbezogen, um ein Team zu symbolisieren, aber grundsätzlich auch den Elverrat, den 11.11. und 11 Jecken, die dem Guido folgen, nämlich dem Hofstaat. Und die Raute, die symbolisiert in dem Falle wirklich den karnevalistischen Aspekt, den wir integriert haben. Es ist digital, weil wir auf dem rückwärtigen Bereich in kooperierendem Bereich mit Net Aachen und uns, Domenico, Classic Digital Live, einen Bereich geschaffen haben, der Augmented Reality ermöglicht. Augmented Reality ist eine Zuhilfenahme des Smartphones, hat man die Möglichkeit, das Logo der Alemannia Aachen egal wohin zu projizieren. Bin ich am Strand, projiziere ich das Logo dorthin und habe die Möglichkeit, davon dann ein Selfie, ein Foto zu machen, das dann auch in sozialen Netzwerken zu teilen. Und somit haben wir dann auch den Diskurs gefunden, von analog zu digital zu gehen, was Aachen natürlich auch ganz klar repräsentiert. Also es sind so ein paar klare Zeichen, wofür es auch steht. Es steht für die Zusammenarbeit zwischen dem AKV und Alemannia Aachen. Es steht aber auch für die Stadt Aachen. Die Farben sind dort klar zu identifizieren. Und dieses ganze Thema 11 Spieler, 11 Streifen im Trikot, 11 Jecken, das zeigt einfach, dass es unheimlich gut passt. Und wir sind zum ersten Mal bei der Alemannia, dass wir ein Karnevalstrikot spielen können und dass wir es haben. Deswegen freue ich mich natürlich ganz besonders. Ich hoffe, dass in der Zukunft natürlich auch ein sehr erfolgreiches Trikot sein wird, was das Sportliche angeht, aber auch was natürlich die Akzeptanz bei den Fans angeht und dass es nur der Startschuss dessen ist, was wir eigentlich alles vorhaben. Also ich habe mich mega gefreut und konnte es fast gar nicht in Worte fassen, weil ich es so cool fand. Und das ist wirklich so einmalig, ein Trikot von der Alemannia Aachen mit meinem Logo drauf. Das finde ich wirklich mega toll, dass ihr mir das auch ermöglicht habt. Und wirklich ein riesen Dankeschön. Und darauf würde ich sagen, ein dreifach kräftiges Oche, Alaf! Oche, Alaf! Alemannia Aachen, Alaf!